Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Und vor allem zu der 50. Folge. Ja, wir sind mittlerweile bei Folge 50 angelangt. Und ich feiere es einfach so mega. Und im letzten Part, ja, schön erfolgreich das super tolle Rätsel gelöst. Das schwerste Rätsel der Lufia-Welt. Ich bin stolz darauf, dass wir nur anderthalb Folgen gebraucht haben. So gesehen, also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt so 35 Minuten gebraucht. Obwohl, 13 so circa angefangen. 38 Minuten circa gebraucht, glaube ich. Ja, wir haben jetzt Wunderring und Kraftring bekommen. Ich würde sagen, ja, Doki kriegt den Kraftring und den Wunderring kriegt niemand. Können wir hier noch runterhüpfen? Ja, genau. Hydrastein, okay. Der macht doch sicherlich irgendeinen Hydra-Angriff, wenn man den besitzt oder nicht. Amokwüter, genau. Gegner werden dreimal hintereinander getroffen, das wäre richtig nice eigentlich. Könnte sogar... Ne, Seelan definitiv nicht. Ja? Eigentlich ja... Ja, doch, doch, doch. Sieht gut für Arti aus. So, ich weiß nicht. Wenn wir da jetzt rübergegangen wären, wird er durchgebrochen. Dann wären wir auch hier rübergekommen, glaube ich. Oder? Wäre da oben noch irgendwas Interessantes gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hin. Müssen auf jeden Fall nochmal rüber. Oh Gott, Und Moment mal. Nee, ja, nee, ich lasse jetzt meine Softboxen einfach mal an. Das war super. Wir haben... Wow. Okay, das war Damage. Wir haben richtig gut geheilt. Ja, Mann. Super toll geheilt. Oh, die Kopfnuss. Kopfnuss auf du. Wir heilen gleich nochmal, nachdem wir alle angegriffen haben. Danke. Seelan. Stark. Also, wenn wir hier jetzt runter... Nee, tun wir nicht. Aber hier, ne? Ja, genau. Dann wären wir nämlich... Das wäre... Von da sind wir gekommen. Dann wären wir hier. Und was ist hier? Ist das der richtige? Ich habe keine Ahnung, Leute. Welchen Weg wir gehen müssen. Kommen wir hier noch durch? Nee, ne? Nee. Gut. Okay. Scheiße, hier sind wir richtig. Ich will hier aber noch nicht hin. Kann ich nochmal zurück, bitte? Was ist da? Ich will nochmal zurück, bitte. Ja, wo sind wir hier denn? Okay, hier kommen wir, wie es aussieht, wirklich zurück. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, ich glaube schon. Heilsirup? Okay, wo portet uns das hier hin? Ah, ich weiß, glaube ich, wo, oder? Ja, genau. Dann können wir nämlich jetzt nochmal den kompletten Weg zurückgehen, würde ich sagen. Beziehungsweise nochmal den kompletten Weg lang gehen. So, hier oben sind wir, glaube ich, reingegangen, ne? Ja, genau. Hier rein. Einmal bitte paralysieren. Dann sind wir... Müssen wir hier rüber. Das Rätsel lösen, genau. Das war ja easy. Das war ja easy. Und anstrengend. Zack. Nein, nicht die Bombe. Nicht die Mama. Nicht die Bombe. Nicht die Bombe. Na, wer weiß, woher das nicht die Mama kommt.
das. Oh, sag jetzt nicht, wir müssen das Rätsel nochmal lösen. Nein, müssen wir nicht. Okay, gut. Dann sind wir hier oben reingekommen. Und da war auch das Rätsel, genau, gut. Okay, dann können wir hier nochmal speichern. Sind wir voll? Ja, wir sind, glaube ich, voll, ne? Ja, sind wir. Aber das schwerste Rätsel, Lufia, genau. Gehen wir mal rechts lang. Gehen wir nochmal links lang. Okay. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ich will das ja alles nochmal machen. Ich will hier. Erstens können wir hier ein bisschen leveln. Und zweitens können wir ein paar Items klatschen. Oder uns holen halt. Und das würde ich doch schon ganz gerne mitnehmen. Die ganzen Items. Ja, komm, das spule ich auch vor. Das ist mir sonst echt zu anstrengend. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Wutanfall ist so geil. Okay, nice. Zack, zack, zack. Es reicht. Reicht, aufgefüllt. Und Phoenix. Ja, komm. Ist okay. Der ist besiegt. Nice, jetzt noch den. Nochmal Phoenix, okay. Psychoring, das erhöht definitiv den magischen Angriff, oder? Ups. Psychoring. Die Intelligenz erhöht es. Ich weiß nicht. Das erhöht. Intelligenz erhöht die Mana, oder? Oder? Ich glaube, es erhöht die Mana. Hätte ich vorher nochmal heilen sollen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Heilen ist aber gut. Vor allem, weil wir keinen Damage machen. Okay, der ist erstes besiegt. Nice. Der zweite ist besiegt und der dritte dürfte jetzt auch besiegt sein. Ja, nice. Item: Courage-Ring, okay. Kourage-Ring. Und Krakenstein. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Hier ist sonst nichts mehr? Nein, gut. Dann heilen. Und Courage-Ring. Erhöht den Mut, senkt aber meinen Angriff, erhöht den Mut, macht er irgendwas? Erhöht Mut, ja, wow. Verringert die Abwehr des Gegners. Nee, braucht keiner von uns. Wer hat noch einen Krakenring, Krakendings bekommen? Krakenstein. Für Seelan wäre es halt eigentlich ganz geil, ne? Aber der Angriff geht dann definitiv zu weit runter. Nee, braucht keiner. Wir haben gute Angriff, gute Items. Momentan noch. Noch weiter runter, okay. Was ist hier? Hier ist doch auch sicherlich was. Ich komme auch zurück, okay. Das heißt, ich kann mich hier rüber porten. Hey, Krähe, ne? Alles fresh? Auf Wiedersehen. Was? Auf Wiedersehen. Okay. Angriff der Grasdrachen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Bisher ist noch nichts passiert. Wow, aber ich glaube, das kommt noch in den Part. Kommt mal her. Danke. Hallo Venusfliege. Du bist gleich Geschichte. Oh, die sind so anstrengend, wisst ihr das? Ah, danke. Dein Ernst? Nochmal drei. Okay, Grasdrachen, schön. Wow, ist meine CPU-Auslastung hoch. What the fuck, warum? Okay, wundert mich gerade ein bisschen, aber egal. Alter, ein Hexenring. Wir kriegen hier aber auch echt krass viele Items, ne? Und ein Powerring. Powerring, definitiv. Angriff erhöhen. S-Hexenring. Oh, der magische Angriff wird schön erhöht, aber die Bewegung wird bei Seelan dann so gesenkt, das kann ich Seelan nicht antun. Oh nein. Definitiv nicht.
Für Doki wäre das eigentlich eine Idee, oder? Also Doki kriegt den natürlich. Was hat man noch bekommen? Ach, den Hexenring, genau. Den brauchen wir nicht. Hier haben wir noch ein paar Items für Fumi, würde ich sagen. So, dann hier lang. Dann hier lang, danke. Zack und... Zack, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie noch irgendwo was hab, was übersehen hab. Ich denke, da unten rechts kann man noch weiter, sonst wäre der Weg hier unten ja nicht. Oder? Ich denke mal schon, irgendwie. Mann, besiegt! Tschüss, danke! Ja, ich denke, hier unten rechts kann man noch irgendwas machen. Behemoth. Hallo, Behemoth. Alter, der hat... Wow, die haben ganz schön viel Life. Danke. Eigentlich muss da irgendwas sein, oder? Oder hier gibt es irgendeinen Weg. Irgendwas muss hier sein, sonst ist das hier... Ich weiß nicht. Irgendwas. Irgendwas muss da sein. Irgendwie da oder so. Weil das doch keinen Sinn macht. Oder darunter? Ich probiere mal kurz das aus. Ja, hier ist nichts. Nee, doch nicht. Interesting. Gut, dann mal kurz raus und wieder rein hier in die Ebene. Nicht nochmal raus. Mein Doki, was ist denn mit dir? Dim, 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 dim. Ja, da kommen wir auch nicht mit einem hin. Aber hier kommen wir mit einem hin, ne? Ja. Das hat irgendwas zu bedeuten. So, ja klar, dass wir sonst nicht weiterkommen. Sagen, hier, ja, sieht richtig aus. Und hier oben, ja. Na gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Hier sind ja doch wirklich nochmal ein paar Sachen, die wir holen konnten. Der ist jetzt auch gleich besiegt, danke. Alter, haben wir Goldmünzen gefunden. Wow. Wir haben 250.000 oder so. Ui, das ist gar nicht mal so... wenig. Oder wie viel haben wir? Ich guck gleich mal. 290.000 Goldmünzen. Das ist gar nicht mal so wenig. Das ist echt eine ordentliche Summe, du. So, dann besiegen wir noch schnell die Venusfliegen hier. Oh, Wutanfall. Das ist so geil. Es ist so fucking geil. Das können wir nochmal öffnen. Um noch ein Item zu holen. Ein Gorgonstein, okay. Okay. Der erhöht einiges. Ja, obwohl gar nicht, war wirklich. Ja, geil, könnte ich eigentlich das Ninja-Juwel wegnehmen, oder? Aber was macht halt einfach nichts aus? Was macht denn der? Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Aber es bringt halt einfach echt nichts. Es bringt halt einfach echt nichts. So, alle wieder vollgeheilt. Und dann würde ich sagen, jetzt können wir abgehen zum alten Mann, der da hinten war. Zack. Ja gut, das wollen wir jetzt nicht nochmal. Danke. Animation vorbei. Zack. Und auf zum alten Mann. Hey. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber hier ist es sehr gefährlich. Gleich kommt der Drache zurück, also geht besser, solange ihr noch könnt. Das sollte ich eigentlich zu dir sagen. Für einen Alten ist es sehr gefährlich, sich hier rumzutreiben. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Oh Gott, oh Gott. Oh, wie süß. Hey, Doki. Aha, das ist also der Drache. Geht schnell! Keine Sorge, alter Mann. Wir sind auch keine gewöhnlichen Leute, nicht wahr, Doki? Genau. Das sind wir nicht. Der sieht stylisch aus, Alter. Drachenherz, das ist so, oh mein Gott. Feuerdrache.
Würde ich sagen, was macht die? Schützt die Anwender eine Weile vor harten Schlägen. Zauberwut? Widerstand aller Gegner gegenüber Magieattacken wird reduziert. Machen wir mal Ninjas Juwel. Machen wir mal Finsternis, ja. Und würde ich sagen, machen wir mal einen Amokwüter. Ja, macht gar nicht mal so viel Schaden. Ich habe jetzt mehr erwartet. Ach, stimmt, dreimal. Ja gut, dann ist der Schaden sogar echt ganz geil. So 600 Damage ist okay. Hi! Alter, okay, der macht aber auch schön Schaden. Oh! Drachenherz ist ja geil. Oh mein Gott. Das war... herrliches Damage. Normaler Angriff machen wir mal. Ja, du heilst mal bitte Guy. Und du machst mal... Drache auf Drache? Na 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 na. Oh, gar nicht mal so viel Damage. Aber 200 ist eigentlich sogar ganz okay. Eigentlich sollte ich mit Arti heilen, oder? Weil Arti halt der schnellste ist und noch vor dem Drachen angreift. Ich glaube, das wäre... ja. Und der Drache soll Doki angreifen. Das ist super, das wäre super. Der soll definitiv Doki angreifen. Machen wir mal... ein Phönix. Und du machst mal bitte einen Champion, um dich selber zu heilen. Für 1000 KP auf, ne? Ja, sogar mehr. Cool. Mal sehen, wie viel Phönix Damage macht. Ich weiß es nicht. Ich will den Drachen eigentlich noch in diesem Part besiegen. Wow. Null. Auf Doki. Ne, auf alle. So. Schade. Wird Selan einmal getroffen, ne? Dann ist die instant tot. Also von einem Einzelangriff von dem Typen. Das ist halt das Problem. Machen wir mal einen Donner. Das spule ich jetzt vor. Ist mir zu doof. Ja, Donner ist schon einigermaßen gutes Damage. Feuerhauch. Okay. Ah, geht, ne? Aber ich glaube, Doki kann gleich Dings wieder einsetzen. Schön. Schön, schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dim, dim, dim. Okay, komm, mach mal einen Wutanfall, Haru. Komm schon. Komm schon, Haru. Und ja, Drachenherz, nice. Schöne Sache, schöne Sache. Du machst jetzt mal eine Frostfee. Mal sehen, was das bringt. Und du machst mal... jetzt Donner. Phönix hat macht keinen Schaden. Machen wir nochmal einen Donner. Ja, ist mir zu lange Animation. Feuerhauch. Ja, ist okay. Frostfee. Auch zu lange Animation. Frostfee hat ganz schön Damage gemacht. Und wir haben ihn besiegt, Leute. Wir haben den Drachen besiegt. Schön. Wer seid ihr? Ich spüre eure Kraft. Ich bin ja sowas von sensibel. Du kannst die Energiewellen spüren? Ich habe euch doch gesagt, dass ich kein gewöhnlicher Mensch bin. Ihr seid also die Krieger, die die Höllenfürsten bekämpfen. Ja, die sind wir. Das habe ich mir schon gedacht. Ihr solltet nach Aquataria gehen. Aber leider ist das Menschen nicht möglich. Wieso? Wenn ihr wieder mal nach Jala kommt, dann besucht mich doch. Klar, das werden wir tun. Ich kann euch vielleicht helfen, nach Aquataria zu gelangen. Den Rest besprechen wir bei mir. Okay. Ich gehe jetzt zurück nach Jada. Ich hasse Hitze. Ich kann sie nicht sehr lange ertragen. Ja, warum bist du dann hier, Mann? Komischer alter Kauz. Gut, dann würde ich sagen... auf nach Jada. Ach ja, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich jetzt gerade ein bisschen leiser rede. Das liegt daran, dass es halt relativ spät ist und meine Mom schon pennt. Und ich deswegen halt nicht so laut reden kann. Weil unser Haus ziemlich hellhörig ist. Obwohl ich sie halt mal morgen fragen kann, wie das so war, ob ich jetzt zu laut war, ob sie mich überhaupt gehört hat. Weil wenn nicht, dann muss ich nicht mehr so sehr drauf achten, wie laut ich rede. Und ja, dann parten wir jetzt noch schnell nach Chadda und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part. Ja, das ist nur ein Part und keine Aufnahmesession.
Gehen wir erstmal ins Inn. Wir gehen nochmal gleich in den Shop. Ich will nochmal den Shop auschecken. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was wir übersehen hatten, sag ich mal. Beziehungsweise nicht kaufen konnten. Nein. Nein. Hatten wir noch einen Magieshop? Wo ist der Magieshop? Ich will einen Magieshop haben. Magieshop. Wo bist du hin? Kein Magieshop. Kann man nicht irgendwo Abaddon kaufen? Da will ich nur kurz nach Baleara, oder wie das war. Nee, Durinea. Und danach nach Baleara? Falls hier auch kein Magie-Shop ist. Shop? Oder war der... Ah, da ist der Magie-Shop, okay. Gab's hier nicht Abaddon? Abaddon! Hier, Arti, kriegste. Terror? Zerstört Gegner in Sekundenschnelle. Ja, hier komm. Kannst haben. Gut, dann nochmal zurück nach Chada. Zack, Warp nach Chada. Nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Nein, ich will mich wartet. Hier hinstellen. Haut rein!